Soll ich irgendwas zu dem Projekt erzählen? Nicht, wenn die Musik läuft. Das können wir mal noch separat machen. Wollen wir das machen bei Behind the Scenes? Sind wir drauf? Ja. Ja? Hi zu meinem, oder besser gesagt unserem. Diesmal ist es wirklich ein großes Team, also für mich zumindest diesmal ein großes Team und auch ein sehr großes Projekt. Gehen wir einfach mal rum. Hier ist unsere kleine Fress- und Trinkecke für die ganzen Tagtreffungen, die hier mitmachen. Ja, Handpizza trinken, was anderes gibt's hier nicht. Special Fans goes to Sonntagskind, Sport- und Tanzstudio Dresden. Vielen Dank für die Räumlichkeit auf jeden Fall. Sehr geil. Hier wird im Hintergrund schon, als ob das eine Baustelle ist, abgeklebt. Mit den kleinen Flaschen haben wir auf jeden Fall auch eine sehr coole Idee. Aber dazu müsst ihr auf jeden Fall das Video selber gucken. Verraten werde ich euch das bestimmt nicht. Ich glaube, 3 oder 4 Leute sind es, ne? Also die filmen können und Fotos machen können. 2 Videoleute, eine Fotografin und ein Licht und Ton. Da wir kein Stativ haben, um die Zeitraffer abzuspielen, müssen wir jetzt ein bisschen kreativ sein. So, absolute Special-Aufnahme. Alles zugeklebt. Ich bin mir auch sicher, dass meine Jungs und Mädels das hinbekommen, so wie ich mir das in meinen Gedanken vorstelle. Besser. Was für ein Wunderzeug. Kaufen. Könnt ihr gar nicht kaufen. Ich trinke auch meinen Hendrixer Energy Drink. Schön, dass ich meinen eigenen Namen nicht sagen kann. Wir schneiden das ja eh. Also, peace.
Für mich auch ziemlich gut ist. Ja. Deshalb, ich muss auch ein bisschen bewusster mit meiner Kamera umgehen, während ich hier diese Moves ziehe. Ich laufe. Alle ready? Jo. 3, 2, 1, go! Alles okay? Fühlt sich so dem. Es fühlt sich alles sehr, sehr beschissen. Bitte hinter dir ein bisschen Farbe runterklecksen. Vor meine Kamera, siehst du die gerade? Mhm. Ich habe gerade dein XX drauf. Okay, jetzt. Ja. Okay? Ja. Scheiße, müssen wir nochmal mit einem Zug gehen. Jo. Nee, bleib. Ein Tropfen da jetzt schön. Nochmal. Okay. Okay. Feuer. Ja. Bleib so. Hab die ganze Nacht durchgemacht und bin dann mit dem Bus nach Hause gefahren und habe mich dann gefragt, wieso die mich alle so komisch angucken. Die sehen doch ganz normal aus. Oder nicht?
wenn das trocknet. Das ist so ekelhaft. Oh, oh. Oh Gott, und so muss ich noch sauber machen.